So, und willkommen zurück hier bei einer neuen Folge Fallout 4. Jetzt ist es soweit, wir verlassen die Vault 111, wo wir tatsächlich unsere Frau verloren haben und unser Kind uns beraubt wurde, gestohlen wurde. Und ja, ich bin gespannt, was uns da draußen erwartet. Ich muss dazu sagen, liebe Leute, ich habe mir das Spiel mit Absicht nicht spoilern lassen. Also ich habe wirklich jede Spoiler-Gefahr bin ich aus dem Weg gegangen. Also ich weiß nicht, was hier auf uns wartet. Ich weiß, dass wir später noch einen Anzug kriegen werden. Aber das war's dann schon. Also wo hier was auf uns wartet, wie was aufgebaut ist, habe ich überhaupt keine Ahnung. Das müssen wir alles rausfinden. Und das mit euch. Also ich freue mich riesig darauf. Und allein dieser jetzt Augenblick, wenn wir rauskommen aus dem Vault, praktisch an die Oberfläche, ist für mich eigentlich sehr, sehr viel wert. Und wow, guckt euch das an. Da kriege ich Gänsehaut. Ihr wahrscheinlich auch. Frage ist, wollen wir da raus? Okay, die Frage ist nicht, wollen wir, sondern wir müssen. Wir müssen hier raus. Raus aus die Vault. Hoch an die Oberfläche. Und zumindest, wenn wir schon nicht unsere Frau retten konnten, wenigstens unseren Sohn retten. Nachladen ist in dem Fall übrigens X, das ist gut zu wissen. Und dann gehen wir rein in den Fahrstuhl, um an die Oberfläche zu kommen. So, okay. Möchtest du etwas ändern? Aussehen ändern? Okay, nein. Wir können jetzt komplett alles so übernehmen, wie ich es eingestellt habe, denn dazu stehe ich mit meinem Namen. Kraxel. Und dann geht es los. Stand within circle. Okay, wir sollen uns in den Kreis reinstellen. Haben wir getan, haben wir gemacht. Und dann geht es jetzt weiter an die Oberfläche. Die Menschen, die sich einen Platz in Vault 111 gesichert hatten, hatten keinen Schimmer, dass sie in einen Kälteschlaf versetzt werden würden. Tatsächlich waren fast alle Vaults geheime soziale Experimente von Vault-Tec. Ja, so konnte man es gerade schon auch sehen. Ne? Ich meine, hier, ihr werdet noch desinfiziert und auf Strahlung geprüft und auf einmal war es im Tiefschlaf. Im Kälteschlaf wurde es geschockt, frostet und wachst dann auf mit so einer komischen Hackfresse vorm Gesicht. Boah, extrem hell. Puh. Liegt natürlich daran, dass wir gerade in extremer Dunkelheit waren. Die Augen sich erstmal dran gewöhnen müssen. Das dauert erstmal ein paar Minuten, bevor wir hier jetzt wirklich eine gute Sicht bekommen. Und ich muss sagen, wow. Alles kaputt, alles zerstört. Da sind ein paar Rahmen. Die lasse ich erstmal leben. Ich weiß nicht, ob die mir was tun. Solange sie mir jetzt nicht tun, lasse ich sie leben. Und jetzt ist eigentlich das, was mir am meisten bei Fallout gefällt. Und zwar ganz klar das Erkunden. Passiert da was? Nee, ne? Okay, hier haben wir Stimpacks. Genau, zwei Stück. Das ist super. Und dann geht's schon los. Ich sehe gerade, wir mussten gar keine Schwierigkeitsstufe einstellen. Ich wollte mir eigentlich so Schwierigkeitsstufe einfach machen. Einfach, weil ich viel, viel mehr an den Entdecken interessiert bin, als an den Kämpfen. Aber gut, ich meine, vielleicht ist das gar nicht so schwer. Vielleicht müssen wir, warte mal, können wir das vielleicht hier einstellen? Einstellungen. Gameplay. Schwierigkeit seht ihr hier. Normal, einfach, sehr leicht. Ich mache einfach rein. Nicht, weil ich zu dumm bin, sondern eher, weil ich einfach keinen Bock hier und da immer zu sterben. Oder auch zu sterben. Sondern ich möchte, wie gesagt, sehr, sehr gerne das Spiel genießen. Und ja, will mich da jetzt nicht unbedingt stundenlang in Kämpfen auf und aushalten. Warte mal, hier haben wir Munition. Das ist kaputt. Aschenbecher, der Schreibtisch ist leer. Und dann ziehen wir mal weiter. Geile Autos, muss ich sagen. Gefällt mir. Komplett auseinandergenommen natürlich. Rohstoffmangel ist ja auch ein großes Thema gewesen. Man hat es ja vorhin gehört. Greift ihr mich an? Nee, ne? Oder? Tut mir leid, ich muss gucken, ob da was rausfällt. Nein, bringt mir überhaupt nichts. Weder Erfahrung noch Loot. Also kann man das getrost lassen in Zukunft, um Energie zu sparen. Okay, hier können wir nicht hochspringen, so wie, soweit ich das sehe. Warte mal, hier vielleicht drüber. Hier und dann hier. Nee. Ziehen wir mal weiter. Haben wir denn ein Ziel? Wir haben ein Ziel da hinten. Ihr seht das unten auf dieser Leiste, auf dieser Map. Das ist eine Map, Leute. Dementsprechend ist hier irgendwo... Ach nee, das ist eine Vault-Tür. Da ist unser Ziel. In 90 Metern Entfernung. Da hinten bei diesem riesen Lutscher, bei diesem Lolli. Jetzt gehen wir hier einfach mal runter. Ich guck mal ganz kurz, aber okay, man kann nicht großartig ranzoomen. Das heißt, es bringt uns überhaupt nichts. Wir gehen trotzdem mal runter, gucken, was da auf uns wartet. Und an die Leute, die sagen, Fallout 4 sieht genauso aus wie Fallout 3. Ohne Witz, ihr habt einen Dachschaden. Grandiose Grafik, allein die Bäume, ey. Finde ich sehr, sehr, sehr geil. Also das Spiel, ich guck mal ganz kurz, von den Settings her müsstet ihr es schon sehen. Anzeige, Fahnenkreuz, okay, sehen wir hier nicht. Aber ich habe alles auf maximal gestellt in 1440p.
Also wirklich das meiste oder das höchste, was an der Grafik geht. Viel mehr geht da nicht mehr. Und ja, das sieht man auch. Das sieht man. Sieht sehr, sehr nice aus. Gefällt mir. Und das sogar lagfrei bis jetzt. Auf konstanten knapp 60 Frames. Was? Drücke LS, um zu sprinten. Achso, jetzt habe ich vorhin schon getan, ja. Aber ich will jetzt hier nicht unbedingt durch die Kante flitzen, sondern wirklich ein bisschen aufpassen, weil es ist nun mal jetzt hier Ödland. Hier kann jeder uns töten. Und hier will uns jeder auch töten. Das ist nämlich das Problem an der Sache. Kann ich hier reinspringen? Spielzeug-Auto, Babyrassel, nee. Sprich mit Cothworth, okay. Der muss ja... Achso, stimmt ja. Das ist ja unsere alte City, die wir hier sehen. Das heißt, hier müssen wir irgendwo reinkommen. Das war jetzt nicht unsere Bude, aber ich meine, hey, vielleicht finden wir noch was. Ach so, ich wollte... Okay, ja, gut. Ich wollte nicht unbedingt... Naja, egal. Ich habe gedacht, die kann man aufmachen. Den Brotkasten wird rausnehmen, aber nein, war nicht so. Okay, er lebt noch. Zu dir komme ich gleich, mein Freund. Boah, wie lange waren wir weg? Das ist die Frage. Holzblock, was haben wir hier? Blastradius Brettspiel, vielleicht können wir das noch ein bisschen zu Geld nachher machen. Was haben wir hier? Kaffeedose aus alten Zeiten. Perfekt. Das nehme ich mit. Wo ist er hin? Da. Mr. Handy. Ja, ist denn das die... Er kennt mich sogar noch. Wie geil ist das denn? Du. Ja, ich. Ich hab's geschafft. Was passiert? Cartsworth. Was ist mit der Welt passiert? Mit der Welt, Sir? Außer, dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hills sind, ist es hier leider unglaublich eintönig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihre Frau wieder da sind. Ah. Ist Ihre bessere Hälfte überhaupt? Sag ich denen das? Sie ist an einem besseren Ort. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimme. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Hast du Sean gesehen? Das gibt keinen Sinn. Sie haben ihn mir weggenommen. Er wurde entführt. Sean wurde entführt. Aber ich finde ihn. Ich werde meinen Sohn zurückholen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. 200 Jahre? 200 Jahre? Was? Hast du... Ich soll Synchronsprecher werden. 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Manchmal halten die Leute Informationen oder Kronkorken vor. Achso, enthalten die Leute. Du kannst versuchen, die Leute zu überreden, sie dir doch zu überlassen. Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Sir, das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemandem, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebodert. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Da wissen wir unser Haus reparieren können. Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauen. Und das Auto. Oh, das tut mir fast mehr leid, als ich mir selber. Was weißt du? Konzentrieren. Hör auf. Bleib bei mir. Bleib bei mir, Kumpel. Konzentration. Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären... Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Oh nein, fang nicht so mit an, damit an. Das kann ich nie ab. Holoband? Das ist immerhin etwas. Ist nicht viel. Danke. Ein Holoband?
Was ist da drauf? Ich glaube, es ist eine persönliche Nachricht für Sie. Meine Etiketteprotokolle erlauben mir nicht, es selbst abzuspielen. Jedes Standard-Holoband-Lesegerät sollte es abspielen können. Zum Beispiel dieser Pip-Boy an Ihrem Arm. Das würde problemlos funktionieren. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Das ist eher weniger, aber ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Ja. Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. Los geht's, Cotsworth. Cotsworth, sorry, nicht Cotsworth. Mensch, nach 200 Jahren kann man ruhig mal den Namen vergessen hier. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Werkzeugkasten, eine Golduhr, ein Superkleber, ein Skalpell. Nehmen wir natürlich mit, das sind alles Materialien, die wir gebrauchen können. Klebeband, Schreibmaschine nehmen wir auch mit. Provisorische Batterie nehmen wir mit. Werkzeugband, was können wir denn hier herstellen? Modifizieren, verwerten, umbenennen. Ne, ich modifiziere die. Oder würde sie gerne modifizieren. Kurzer Lauf. Standardvisier. Leuchtvisier. Kleber, das haben wir sogar alles da. Boah, geil. Man kann die... Alter, das gefällt mir. Ohne Witz. Man kann die Waffen... Krasse Sache. Dann haben wir jetzt Laservisier drauf. Boah, wie krass ist das denn? Ja, also das ist wirklich mal eine Sache, die finde ich sehr, sehr geil. Mit Leuchtvisier, die würde ich gerne verwerten. Ja. Dann habe ich da raus Stahl bekommen. Nein, nicht, dann können wir mal gucken. Verlängerter Lauf. Was bringt uns das? Das ist die Frage. Ich guck mal ganz kurz, Standardverschluss, leichter. Ach da, ach links sehen wir ja, mehr Schaden und sowas. Okay, Wert bringt's mehr. Stärke, Schaden macht es dann auch mehr. Ja komm, gönn dir. Okay, das war's natürlich jetzt erstmal. Jetzt haben wir alles verbraten. Ob das jetzt so richtig war, weiß ich nicht. Aber ich meine, hey, wir haben jetzt eine dicke Knarre. Boah, die sind... Boah. Mit der Werkstatt kannst du Objekte und Gebäude in der Nähe bauen. Anpassen und entfernen. Alter. Oh, ich krieg grad Pipi in den Augen. Du wechselst mit links, rechts zwischen den Optionen. Mit hoch kannst du Gebäude, das du bauen willst. Wenn das gewählte Objekt grün erscheint, drücke A, um es zu bauen. Ist es dagegen rot, verändere die Position des Objekts in deine eigene, bis es grün wird. Achso, okay. Ja, jetzt kann man hier zum Beispiel ein Häuschen bauen, Bilder, warten, ja, ich probiere es einmal mit einem Häuschen. Oder fehlt uns Stahl, das seht ihr schon, okay. Metall. Können wir Metallfertighäuser bauen, dann finden es natürlich auch jede Menge Stahl. Türen. Türen könnten wir bauen, aber... Ah! Alter, wie geil! Boah, ich bin geflasht! Ey, mal ohne Witz. Ohne Witz. Fette Sache. Also, wow. Also, wir können jetzt hier wirklich unsere Welt ein bisschen weiter ausbauen, wie wir möchten. Komme ich jetzt hier raus? Nee, da wollte ich nicht hin. Nee, verlassen. Was ist denn... Was ist denn das für ein Zeichen? Hallo? Entschuldigung. Kochherd, Kochstation. Also können wir uns wirklich alles... Power-Rüstungsstation. Boah. Aber ich komme nicht weiter zurück. Vielleicht, warte mal, die Taste? Ach, guck mal, okay, die war's. Okay, super. Ziehen wir mal weiter rum. Wie sieht's da aus? Wie viel Lagerplatz haben wir denn? Da muss ich jetzt direkt erstmal gucken. Da haben wir... kannst du Favoriten, indem du... Ja, ist klar. So, ausgerüstet. 24 von 300. Also wir können tatsächlich noch jede Menge mitnehmen. Und können erstmal ein bisschen einen auf Messi machen. Bevor wir voll werden. Das ist schon mal ganz gut. Das haben wir hier. Benutzer Ölkanister nehmen wir mit. Können wir vielleicht noch gebrauchen. Halte gedrückt und bewege, um die Ansicht anzupassen. Also wir können jederzeit auf das Baumenü zugreifen. Krass. Das gefällt mir. Okay. Wir looten erstmal weiter. Ein Zauberer hellbrauner Anzug. Den würde ich gerne erstmal anziehen. Und das auf jeden Fall gegen das Vault-Zeug austauschen.
Ehering haben wir an. Okay. Der würde uns keinen Schutz bieten, das ist das Problem. Also lasse ich unseren jetzt erstmal an. Hat nicht ohne Grund ein bisschen mehr Schutz. Haben wir hier was drin? Nein, im Schrank ist nichts drin. Dann haben wir die Bude hier schon mal soweit ausgekundschaftet. Haben wir denn noch hier noch mehr liegen? Nee. Wir können ja unseren Roboter dran klatschen. Gucken wir hier nochmal rein. Vielleicht finden wir noch ein paar Materialien, wobei das sieht... Oder vielleicht von der Seite noch. Gucken wir mal. Nee, kommen wir nicht rein, oder? Warte mal, hier vielleicht? Nee, kommen wir nicht rein, aber das ist auch alles weggebombt, das sehe ich schon. Aber hier könnten wir Glück haben. Briefkasten? Post drin? Bleistift, hier immerhin etwas. Sir, ja? Hier ist Ihre Familie auch nicht. Sie ist wirklich fort, oder? Drei gestaltete US-Flagge nehmen wir mal mit. Ob man sie gebrauchen kann, weiß ich noch nicht. Wegschmeißen können wir sie immer noch. Von daher, egal. Kühlschrank, ja, mach mal zu, dann kann ich da rum. Schublade, hier sind Tresen. Blähfliegendrüse. Ja, komm, nehmen wir. Ach, da, das ist eine Fliege! Was zur Hölle? Ekelhafte dicke Fliege, muss ich mal sagen, ne? Selten so eine dicke Fliege gesehen. Ja, die sind weg. Ich hab's doch gesehen, Mensch. Ich war doch dabei. Willst du mich verarschen, Junge? So, was haben wir denn hier? Nix. Dann haben wir unsere, ja, Hometown, so nennt's einfach, unsere Heimatstadt hier schon ausgekundschaftet. Warte mal, geht's hier vielleicht noch rein? Ja, da könnten wir Glück haben. Hier liegt noch einiges. TV-Dinner-Tablett. Tablett, so rum. Löscher, nehmen wir mit. Feuerlöscher. Hier liegt noch was. Zigarettenkiste, die ist auf jeden Fall Geld wert. Sturmfeuerzeug nehmen wir auch mit. Superkleber-Skalpell. Kronkorkenvorrat. 20 Kronkorken gefunden. Nice. Kronkorken ist hier die Währung für alle, die nicht Fallout kennen. Das heißt, mit Kronkorken können wir nachher Sachen kaufen, Sachen bezahlen. Ist natürlich jetzt hier dann praktisch der Euro. Baumwoll. Sauberer hellbrauner Anzug kann man zur Not immer verkaufen. Nehme ich deshalb erstmal nicht, mit. Wiegt auch nichts. So, jetzt juckt meine Nase schon wieder hier. So. Und dann würde ich sagen, geht es weiter. Gucken wir mal, wir sind jetzt hier soweit fertig. 35 Meter Entfernung ist noch was, wo wir hin müssen. Gucken wir mal ganz kurz. Oder ist ein Atom? Was ist das? Ach, da, okay. Gucken wir auch gleich mal hin, aber erst hier hin. Okay, wir müssen mit ihnen sprechen. Mit dem, Cotsmog. Cotsworth, so rum. Ich weiß. Sean ist da draußen, Cotsworth. Ich muss ihn finden. Was ist mit Concord, Sir? Da gibt es viele Leute. Beim letzten Mal haben sie nur mit Stöcken auf mich eingeschlagen, bevor ich nach Hause laufen musste. Concord? Sarkastisch, du bist nutzlos. Danke, Cotsworth. Vielen Dank für deine Hilfe, Cotsworth. Viel Glück, Sir. Sie finden den kleinen Sean. Bleib du hier, halt das Ganze auf dem Laufenden. Danke, genau das wollte ich hören. Und schon haben wir unsere nächste Mission. Sichere Cotsworth. Blade fliegen, okay. Dann gehen wir mal. Muss gerade gucken. Hier durch. Haben wir hier noch irgendwas? Da, das, da waren wir drin. Hier liegt noch was auf dem Tisch, da gucken wir mal ganz kurz. Cram, was auch immer das ist, weiß ich nicht. Jetzt müssten wir da rüber. Kann man einfach ins Wasser springen? Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal. Oh, ist natürlich ein bisschen radioaktiv, aber das ist nicht so schlimm. Trinkst du Wasser, stell das Gesundheit wieder her. Nicht gereinigtes Wasser verursacht allerdings auch Strahlungsschaden. Okay. Und ihr seht, unten links ist Strahlungsschaden jetzt so ein bisschen aktiv. Ist aber nicht ganz so schlimm. Guck mal, hier ist hier irgendwas? Ein Denkmal. Ist aber nichts Tragisches. Nichts, was uns jetzt hier großartig weiterhilft. Okay, was haben wir hier? Eine Tankstelle. Und ein Auto. Wäre geil, wenn man ein Auto fahren könnte. Zweifel zwar, dass es geht, aber hey. Man darf sich noch was wünschen. Begrüße den Hund. Welchen Hund? Alter! Bist du freundlich? Hey, Kumpel. Oh, ein Schäferhund, wie geil. Draußen? Hm. Hast du kein Herrchen mehr, Kumpel? Okay, lass uns zusammenbleiben. Da bin ich jetzt dein Herrchen. Hey. Handeln? Wie handeln? Ach so, ach, den kann ich Zeug geben. Ach, der hat... Der kann was tragen, okay. Ja gut, gut zu wissen. Hey.
Wie geht's dir, Kumpel? Holen, wegschicken. Hey Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Gucken wir mal. Nein, okay. Warte mal, doch. Wo willst du mich hinbringen? Ist hier was? Ich folge den jetzt einfach mal. Vielleicht bringt er mich irgendwo hin, wo was ist. Alter! Ich lasse den mal leben, den Hirsch. Aber wo bringt er mich hin? Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht, ihn zu folgen. Ah, was bist du denn? Hier ist mein Hund überhaupt. Das ist ein Generator. Boah! Du verarschst mich, oder, Hund? Was war das? Was ist das für ein Generator? Wo führt die Leitung hin? Komm, wir folgen dir einfach mal kurz. Die muss ja irgendwer angemacht haben. Wir gucken einfach mal kurz hier hin. Was ist denn hier los? Wir haben eine Haarklammer gefunden. Nice. Ihr wisst, was das heißt, ne, Leute? Müssen wir zurück in die Vault und uns das Ding holen, was da lag. Verschlossen. Also ich glaube, unser Hund verarscht uns nur. Aufgepasst. Geh dorthin. Ach so, ah, cool, okay. Komm mit. Wir gehen zurück zur Vault. Aber das in der nächsten Folge. Dann gucken wir mal, was da auf uns wartet. Und ja, wow. Also bisher mein erster Eindruck. Jede Folge, jeden Tag, glaube ich, 5 Folgen oder so. Weil sonst komme ich die nächsten 3 Jahre nicht mehr dazu, euch hier zu versorgen. Also ich habe dann wohl so viel Material. Also ja, wir sehen uns. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das gerne hättet. Ob ihr gerne, ja, 2 Folgen am Tag hättet. Weil ich sehe schon, das wird ein Mammutprojekt hier. Und boah, ich sehe schon, wie viele Folgen ich jetzt aufgenommen habe. Wir sehen uns. Ciao, Leute.